Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich habe heute wieder eine Verlosung für euch am Start und einen Adventskalender. Wir packen den komplett aus. Und natürlich, da ist ja Schokolade. Die werden wir auch testen, nicht alle, aber einige. Ich habe noch einen zweiten gekauft und der ist noch original verpackt. Bleibt da auch. Und das verlosen wir an einen von euch. Können Sie einen Platz machen, ein bisschen rücken? Ich Ach, du möchte willst mitmachen? mich Wusste hier ich reinsetzen bei nicht, so einem dass du tollen mitmachen musstest. Adventskalender-Unboxing, was wir euch zeigen wollen. Da bin Oh, ich natürlich schreist du dabei. in mein Ohr, Schatz, bitte? Ist nicht so laut? Ja, Entschuldigung, gerade ja. hat es nicht mitbekommen. Ich freue mich sehr. Ich finde Kalender-Unboxing finde ich ja richtig gut und deswegen haben wir uns diesen wunderbaren Schoko-Adventskalender Ja, wir geholt. haben gedacht, so Adventskalender-Unboxing, das ist das Ding auf YouTube. Sobald September ist, Ende August, ja, bis hin Da zum macht das. Dezember, da kann man eigentlich nur mit einem Content richtig Geld verdienen. Und Ja, zwar mit reich werden mit Adventskalendern. Adventskalender-Unboxing. So viele Gratis-Klicks, ja, die kann man doch einfach Die mitnehmen. nimmt man mit. Machen wir gerne, sagen wir natürlich auch ganz offen. Falls ihr wissen wollt, was wir mit YouTube verdienen, was unsere Kanäle so abwerfen, das findet ihr auf seinem Kanal, also mega ist. Da liegt er halt mal die Daten mit Screenshots, ne? Erklärt auch einiges und dann zeigen wir das auch immer, was wir so Schönes verdienen hier dran. Ne? Genau. Und ja, die habe ich jetzt selbst gekauft, also aus meiner eigenen Tasche, Ja. ja. Den verlosen wir für euch. Ja. Den packen wir jetzt aus. Ne? Wir Genau. wollen natürlich auch wissen, was da drin ist an Schoki. Darf ich Das anfangen? ist von der Firma Windel. Ah, Entschuldigung. Windel Candy kenne ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich bin auch nicht der Süßigkeiten-Profi, auch wenn ich so aussehe. Ja, die Umverpackung hier ist What the fuck? aus Blister aus 45% recyceltem Material. Dieser Adventskalender wiegt, also der Inhalt, sozusagen, 75 Gramm Schokolade für 89 Cent. Also die Verlosung ist auch im Wert von 89 Cent. Einer von euch kann gewinnen. Ihr müsst einfach nur Hashtag Adventskalenderliebe in die Kommentare schreiben. Adventskalender-Liebe, das muss ausgeschrieben zusammen sein, ja, damit Ja. das funktioniert. Damit ich auch weiß, ihr wollt an der Verlosung teilnehmen und ihr möchtet gerne diesen Adventskalender gewinnen. Ich weiß, also jede Frau braucht einen Adventskalender zu Hause. Ich habe auch mehrere. Und Und was ihr noch sein müsst, ihr müsst öffentlicher Abonnent dieses Kanals sein. ja, wohnhaft in Deutschland, mindestens 18 18 Jahre Jahre alt, alt. ja, die Ja. Standardregeln für ein Gewinnspiel halt. Also ich weiß, wir trollen so ein bisschen mit diesem Video, ist richtig. Wir haben aber auch Spaß dran und wir tun trotzdem was Gutes. Ich hoffe auch, dass jemand mitmacht, der sich vielleicht nicht 20 Adventskalender leisten kann, so wie ich. Würde mich freuen, wenn wir da wirklich auch noch, was Ja, guckst du, wenn alles wir gut. wirklich auch noch was Gutes damit machen Ich würden. bin sehr Ja, froh. wenn das jemand, also ich weiß, das ist 89 Cent, ja. Aber ich würde mich trotzdem freuen, wenn Leute mitmachen, die sich auch noch darüber freuen Genau, würden. über so einen Genau. Schoki-Adventskalender darf ich vorlesen. 24 Milchschokoladefiguren für jeden Tag im Dezember. Vom 1. bis zum 24. Ein Genuss. Adventskalender Vollmilch. Du hast gesagt, ja, schon 75 Gramm, also zum Verhältnis, eine Milka-Schokolade hat 100 Gramm Schokolade. Ja, aber Milka kostet auch nicht 89 Das ist Cent. richtig. Wir haben, die bestehen aus Kakao, 31% mindestens. Also Zucker, Kakaobutter, Vollmilchpulver, Kakaomasse aus Süßmolkenpulver, Emulgatoren, Sojalecithin, kann Spuren von Schalenfrüchten enthalten. So, So. ich mache die 1 auf, Ja. weil ich habe den Adventskalender gekauft. Darum darf ich auch die 1 aufmachen. Was ist das? Wir haben hier eine. Rülpst du hier neben? Ich will Nein, Schokolade essen. ich habe Außer nichts du gemacht. stoßt hier auf. Ich habe nichts gemacht, Ich wirklich habe nicht. das genau gesehen. Ich habe nichts gemacht, Hier könnt wirklich. ihr auch noch mal die Kerze sehen. Die Schokolade ist jetzt natürlich ausgepackt. Was sollen wir machen? Wir machen einen Geschmackstest. Du darfst die zwei haben, du darfst also Ich die muss erst mal geraden haben. suchen. Die Schokolade Nummer 2 ist hier oben auf dem Dingsbums drauf. Auf diesem, wie nennt sich denn das hier? So ein Kuchen, so ein Muffin. Und da ist ein Schokoladentaler drin. Es ist ein Flugzeug! Was soll das denn? Es ist ein Flugzeug. Sehr schokoladig. Es schmeckt halt nach Flugzeug. Nein, es schmeckt sehr, sehr gut. Troll mal bitte nicht ganz so hart. Ich denke, die ganze Aktion trollt genug. Du kannst Okay, jetzt richten. es schmeckt nach guter Schokolade, nach Vollmilchschokolade. Schmilzt im Mund. Ich finde es auch gut, dass es schön flach ist. Da ist die 3. Gar nichts zu meckern. So, Hast 3 geht du? auch gut raus. Ein Schneemann. Ja, wir packen nachher den Adventskalender aus, dann zeigen wir euch die hintere Folie, die Pappe. Könnt ihr nochmal alle Schokis sehen. Das ist ein
Also für die, die es verpasst haben, hier ist die 3 und hier unten ist dann die 4. Die es verpasst haben vor einer Sekunde, als ich es ausgepackt habe? Ja. Okay. Wir dürfen noch die Frage klären. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich habe ein bisschen Zweig mit Kugeln. Die Frage der Fragen ist ja, Türchen offen lassen, wenn man das rausgeholt hat. Türchen zumachen. Oder Türchen und abreißen. Die komplett Verrückten, ja, die reißen die Türchen ab. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Variante ist. 5. Ich bin schon entdeckt. Schön für dich. Zeig's mir doch. Da. Nee, du spoilerst. Oh, was hast du? Ich habe einen Stinkeschuh. Ah. Ja, essen wir alle auf jetzt, oder was? Ja, ich würde sagen, dann kriegt jeder 12. Das ist doch gut. So, die 6 ist direkt hier daneben. An der Seite. Und das ist ein Weihnachtsmann, der einen Sack trägt. Das ist der Nikolaus wahrscheinlich, weil es der 6. ist. Ja, das ist wahrscheinlich der Nikolaus. Der echte. Ja, der echte. Ich hab hier einen Clown. Ja, weiß ich nicht. Genauso weihnachtlich wie der Flugzeug. So, Sieben, jetzt muss ich die 8. Das Weihnachtsflugzeug. Hast du die 8 schon entdeckt? Wer kann's nicht. Ah, hier. So, in der 8 ist drin ein Mondgesicht. Ein Schokomondgesicht. Ich habe einen Hockey, also einen Reiter auf dem Schaukelpferd. Holzschaukelpferd, die 9. Das wäre gucken, wo die 10 ist. Ich habe sie nicht entdeckt. Ja, haben sie wahrscheinlich irgendwie nicht mit drauf gedrückt. Warte, ich bin 11, 18, 19, 16, 13, 14. Nimm doch die 10 hin. Ach, da unten, ah. Ganz unten, links in der Ecke. Soll ich das rausschneiden, unser Gesuche? Nee, dann lass mal. Ein Schlitten mit dir schenken ist drin. 10. Jo. Und ich hab nur ein Geschenk. Also ich hatte Schlitten mit dir schenken und ich nur ein Geschenk. Tja, was soll ich sagen? 11. Da hattest du definitiv mehr. So, die 12 hatte ich auch schon irgendwo gesehen gehabt. Hier in der Mitte. Hier ist die 12. In der 12 ist was drin? Glöckchen. Es sind mehrere, also das Bildchen zeigt mehrere Glocken. Es ist eine Schokoglocke. Was ist das denn? Geht nicht raus. Oh. Ohne Kirche. Hater 13. Eine Kirche. Das ist schön. Schokokirche. Hier oben haben wir die 14. Wenn man das ganze Jahr nicht in die Kirche geht, zu Weihnachten geht das mal klar. Da ist ein Weihnachtsbaum drin. Die 14 schön. Hat einen Weihnachtsbaum mit drin. Und eine Eisenbahn. Das ist natürlich die Lebkuchen-Eisenbahn, ist ja klar. 15. 16 ist hier unten bei der Katze und der Giraffe. Ja. Mal gucken, was da drin ist. Also wir werden immer schneller. Ein Horn. Da ist so ein Weihnachtshorn drin, so eine Tröte. So das Posthorn ist das wahrscheinlich. Und ich habe hier ein Auto. Ich behaupte jetzt mal, dass es ein Weihnachtsauto ist. 17. Dann haben wir hier die 18. Da sieht es noch mal einen Schuh aus. Nee, es ist ein Teddy. Ein Teddy. Weihnachtsteddy. Ein Weihnachtsteddy mit Geschenk, mit Schoki-Geschenk. Ich habe die 19 und ich habe wieder ein Auto, aber mit einem Geschenk hinten drauf. Die 20 ist hier oben. Wollen wir die 23 und 24 tauschen, damit du die 24 aufmachen kannst? Ja. Ich habe nämlich gerade nachgedacht, ich habe nämlich alle geraden. Hier ist ein, was ist das, so ein Stern? Ein Weihnachtsstern ist es, der man sonst aus Pappmaché ist. So, 21. Ich habe die Engel. So. Jetzt machst du zwei hintereinander auf. Genau, jetzt mache ich die 22 auf. Das ist ein Schlittenfahrer, ein Schokoschlittenfahrer in der 22. Und in der 23 ist drin, warte mal. Da ist auch wieder so eine Art Stern drin. Eine Sternschnuppe. Weihnachtssternstubbel. Das ist der Weihnachtsstern. Das ist der Weihnachtsstern. Weil es so die 24. So haben sie Jesus gefunden. Wir haben die 24. Und das ist eine. Also eine Doppeltür. Doppeltür. Oha. Aber
Ich glaube, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, aber da hat die Schoki nicht ausgereicht. Ja. Seht ihr das? Da fehlen 2 Tropfen Schokolade an der Seite. Hier an dieser Ecke. Es ist aber, wenn man laut dem Bild sieht, ein Weihnachtsengel mit Tröte, richtig? Ja. Also, wir haben alles ausgepackt. Wenn ihr mitgezählt habt, ja, dann haben wir auch alles richtig gemacht. Und wir packen den jetzt mal komplett aus. Kriege ich das hier raus? Das ist hier die Frage. Wir machen das hier natürlich professionell, wie wir sind. Ja. So, jetzt könnt ihr euch nämlich nochmal alle Bildchen angucken. So, also hier ist alles leer. Wir haben wirklich alles aufgegessen. Und hier, ich mache das hier nochmal hübsch, ja, könnt ihr nochmal alle Schoki-Muster sehen. Ich muss die 24, die muss ich auf jeden Fall noch essen. Mhm. Wenn ihr ganz fancy seid, könnt ihr das am 24. ausschneiden und mit eurem Kind aufkleben. Genau, das ist sehr, sehr cool. Und das hier ist das große 24er-Fenster mit dem Weihnachtsengel und der Tröte. So, damit wisst ihr jetzt, was in diesem wunderbaren Schoki-Adventskalender von Windel drin ist. Ja, und ja, wenn ihr den gewinnen wollt, dann schreibt einfach Hashtag Adventskalender, liebe, in die Kommentare, das weiß ich, dass ihr daran teilnehmen wollt. Ich hoffe wirklich, dass einige mitmachen und sich dass der Richtige dann auch gewinnt. Würde mich wirklich freuen, wenn sich jemand darüber freut. Und genau. Ja, jetzt haben wir noch ein Adventskalender-Unboxing hier auf diesem Kanal hochgeladen. Und ja, wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos, ich freue mich drüber. Der Adventskalender freut sich drüber. Ja. Und ich freue mich natürlich noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.